Leute, willkommen zu einem neuen Vlog. Muss ich aufkauen? Aufkauen. Willkommen zu einem neuen Vlog in unserem schönen Dänemark-Urlaub. Wir sind hier gerade bei unserem Haus. Ihr könnt euch das mal gucken. Richtig nice bei Tag, würde ich sagen. Und da ist die Ritze. Ritze, Leute, ich hab mich gerade lutschen können. Wir fahren jetzt zu einem Spielplatz, werden mit der Ritze ein paar Challenges machen. Aber erstmal hier nochmal eine kurze Szene vor vorhin. Wir haben Tischtennis gespielt. Let's go. Wir spielen jetzt draußen ein bisschen Tischtennis. Und dafür Tischtennis mache ich natürlich. Und dafür brauchen wir jetzt erstmal eine Kameraständer. Das wird jetzt alles aufgebaut. Denn wir haben hier so einen geilen Tischtennisteil. Ne? Das heißt doch so, ne? Eigentlich könnten wir die Ritze nochmal holen. Die können auch mal mitmachen. Na, lassen wir lieber. Machen noch gleich noch eine Runde mit der Ritze. Leute, Kameraständer ist aufgebaut. Ich würde sagen, wir spielen jetzt mal eine kleine Runde. Oder zur Info, wir sind nicht gut in diesem Spiel. Ja doch, ich spiel mit. Ich komme dann. Ach Leute, ich habe mich jetzt angezogen. Die Ritze ist hier in diesem wunderschönen Rucksack. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal los zum Spielplatz hier. Ich habe jetzt auch noch eine lange Hose und Schuhe angezogen, denn drinnen ist es todesheiß. Aber draußen ist es irgendwie richtig kühl. Also hier draußen ist so ein richtiges kühles Sommer Sonnenuntergangs 20 Uhr Wetter. Es ist 21 Uhr, aber drin ist es wirklich todesheiß. Ich würde sagen, wir gehen mal zum Spielplatz. Man sieht ihn jetzt nicht, weil die Sonne da so doll scheint. Ja, wir gehen jetzt mal hin. Die Ritze hat mir gesagt, sie hat irgendwelche Challenges oder so vorbereitet. Ich erwarte das Schlechteste. Leute, und da sind wir schon. Da ist der Spielplatz. Hier gibt es so eine komische Nestschaukel, da irgendwie ganz viel Kram. Und da hinten ist so eine Seilbahn. Ich bin noch nie in meinem Leben Seilbahn gefahren. Das wird gleich wahrscheinlich todeslustig, weil ich mich wieder komplett blamieren werde. Aber naja, das beschreibt ja auch mein Leben sehr gut, ne? Ritze, was sagst du? Ritze, wir sind die ganze alleine an dem Spielplatz. Ich habe hier noch was vorbereitet. Was hast du vorbereitet? Ja, Rick, guck doch mal. Ich habe hier so eine Sklavenleine. Mie, komm, Yoshi, ist mal ein bisschen an Ketten, ne? Es war so klar, dass ich hier wieder angeleint werde, ne? Ja, Rick, so ist das Leben halt, jo. Komm mal direkt, wann ist hier so ein Bademantelseil? Hält hoffentlich an Yoshis dünnen Ärmchen. Einfach mich nochmal komplett gedisst. So, Rick, jetzt haben wir hier noch so ein lustiges Outfit. Wir machen Challenge, wer der verliert, muss das anziehen. Rick, ich muss das natürlich nicht anziehen, weil ich geil bin und schon weiß, dass ich gewinnen werde. Jetzt hoppala, einfach mal alles runterschmeißen. Warum schmeißt du das denn jetzt alles runter? Das ist doch dein Kram. Ich glaube, wir fahren gleich selber, oder? Wir machen erstmal eine Challenge darauf. Let's go. Ja, das war eine schlechte Ankündigung. Let's go. Ja, Leute, so sieht mein Leben aus. Ich sitze hier mit einem Ritzentiger auf einer Nestschaukel. Perfekt. Ritze, versuch jetzt mal richtig hochzukommen. Oh, ich rück mal ein bisschen vor, Leute. Ich sitze auf der Ritze. Sorry. Ich sitze jetzt hier auf der Kante und werde mit meinen Beinen erstmal ein bisschen Anschwung geben. Oh Gott. Wow. Mir geht's gut, oh mein Gott, Leute, ich bin in die Sonne. Boah, die Sonne scheint mir so noch an, richtig nice, Leute. Wow. Oh, wir versuchen noch ein bisschen höher zu kommen. Geil, das macht Spaß, Ritz. Okay, wir springen ab. So, aber stellen jetzt mal die Kamera hin, dann könnt ihr das nochmal von außen betrachten. Ritze, komm. Ich hoffe, passt nicht so. Leute, ich stelle die Kamera jetzt einmal auf den Boden. Ihr sollt nur einmal sehen, wie das jetzt aussieht. Let's go. Hör. Ich krieg keinen Anschwung. Oh mein Gott. Nein, ich hab nicht. Oh mein Gott. Ritze, alles gut. Junge. Dumm gelaufen, würde ich sagen, ne? Ab zur nächsten Station. Hallo, hier ist wieder die Ritze. Ja, mit hier so eine. Also, was ist das hier für ein scheiß Reifen? Ich bin noch nie mit so einem Reifen geschaukelt. Das wird, glaube ich, jetzt auch ganz lustig. Ja, let's go. Ritze, ich gehe aber nicht rein. Tschüss. Du kommst mit rein, Ritze. Boah, das ist ja richtig unbequem. Also, ich finde das gar nicht. Ich finde das todesunbequem. Von 10 Punkten würde ich da nur Sterne geben. Der Sinn ist cool, aber bequemer hätte man es machen müssen. Ich habe todes viel Sand in meinem Schuh, aber egal, denn hier ist die nächste Station. Ist eine Rutsche. Ritze, let's go, würde ich sagen. Ritze, ich habe Angst davor. Geh da jetzt hoch, Ritze. Ich habe aber Angst. Du gehst da jetzt hoch, du Tiger. Ja, Ritze, ich finde das aber gar nicht so geil hier. Rutsch. Das war lustig. Ritze, komm. Ritze, du Junge. Oh, Leute. Ist das etwa eine Kletterspinne? Komm gar nicht auf die Idee. Ich hasse so eine Dinger. Ich habe richtig Angst vor solchen Netzen. Die Ritze hat Angst vor sowas. Ritze.
da hochklettern. Leute, ich versuche es mal da hochzukommen und um die Ritze zu retten. Ist sehr schwer mit einer Hand, weil ich die Kamera noch halten muss. Hallo Leute, ich bin hier ganz oben. Alter, das mit der Sonne sieht ja richtig geil aus. Ich hab's geschafft. Ich bin ganz oben, Leute. Ja, ich würde sagen, Ritze. Oh mein Gott, war das tief. Leute, aber ich würde sagen, das war jetzt hier genug Scheiße. Jetzt geht es zur Seilbahn. Let's go. Oh Mann, ey. Guckt euch das mal an. Ich sehe aus wie der zurückgebliebenste Mensch, den es gibt. Richtig los. Hier so ein bescheuerter Umhang, hier auch noch so ein Seil dran. Zum Stirnband sage ich gar nichts. Mann, ey, wenn jetzt hier welche Leute kommen. Ja, aber ich würde sagen, ich werde hier Seilbahn fahren. Und natürlich ist die Seilbahn unten. Das heißt, ich muss jetzt erstmal hochholen. Dankeschön. Ach, nimm uns mal dieses Teil hier. Ich bin noch nie beim Leben Seilbahn gefahren. Das wird sehr, sehr lustig, glaube ich. Ja, die Ritze ist natürlich die größte Weichei, fährt nicht mit. Die erste Runde mache ich allein. Das sieht sehr, sehr gefährlich aus. Dieses Stirnband geht nicht. Tut mir leid, Ritze, das geht nicht. Das ist zu cringe. Let's go, würde ich sagen. Der Umhang geht hier auch bis zum ganzen Boden. Australien-Flagge. Ja, moin. Ich bin gerade große Angst. Aber ich würde sagen, let's go! Wow, da geht's hin! Oh mein Gott, geht das schnell! Wow, wow, wow. Oh mein Gott, Alter! Nee, es geht nicht, ist so lustig. Jetzt mit der Ritze, würde ich sagen. Okay, zweite Runde, jetzt mit der Ritze. Ich habe jetzt mal den Umhang abgenommen, weil das stört ein bisschen. Ritze, bist du bereit? Ich bin bereit! Let's go! Das war... Oh mein Gott, ich habe mir voll das hier gegengeschlagen, meine Hand. Eieiei, das war ein bisschen zu gefährlich. Boah, Ritze, geht's dir gut. Jetzt lassen wir nochmal die Kamera hier und machen noch mit meinem Handy nochmal eine kleine Story und ein kleines Bild. Das blende ich jetzt euch ein. Ich filme so rum, dann könnt ihr sehen, was passiert. Boah, ich muss aber vorher abbremsen. Ich bin da gerade fast gegengeknallt. Okay, let's go. Wow, 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 meine Füße kommen auf den Boden. Letzte Runde, diesmal mit der Ritze allein. Ich habe gerade noch ein lustiges TikTok gedreht. Ja, könnt ihr vorbeischauen? So, Ritze, was sagst du? Ja, Ritze, würde sagen, let's go, ne? Jetzt Runde mit der Ritze alleine. Ritze, ich kann es kaum erwarten. War ironisch. Okay, die Ritze ist rumgespannt. Ja, let's go. Ah! Oh, boah, da geht richtig gut. Ey, die dreht, die fällt gar nicht runter. Ritze! Oh, oh mein Gott! Alles gut? Ritz, Junge! Ritz, Junge!